Ja, einen schönen Abend, meine lieben Studierenden, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin oder sehe mich gezwungen, wegen der Arbeit im Homeoffice mit der Betreuung unserer Kinder dazu gezwungen, die Vorlesung in zwei Teilen aufzuzeichnen. Das Ganze ist jedoch unproblematisch, da ich mich heute in einem ersten Teil der diskursgeschichtlichen Einbettung des Themas widmen möchte und in einem zweiten Teil dann wahrscheinlich morgen die Analysen aufnehme. Das Ganze wird Sie aber nicht betreffen, denn wir schauen diese Vorlesung gemeinsam am Freitag in der Vorlesungszeit an und ich freue mich schon sehr, dass ich dieses Thema vor Weihnachten platzieren konnte. Es wird nämlich in den nächsten Minuten um Weihnachtslieder ohne Weihnachten gehen. Wie das geht, wollen Sie sich vielleicht fragen, das will ich für Sie in den ersten Teil entwickeln. Und wir starten damit, in der letzten Vorlesung hatten wir schon damit begonnen, mit dem exemplarischen Teil der Analysen in die Vorlesung. Und wie Sie sehen werden, werden wir uns immer auf spezifische Liedtexte beziehen, diese diskursiv rückbinden an ihre Entstehungszeit, in ihren jeweiligen historischen Kontext, an ihren historischen Ort und von dort aus entwerfen, wie sie eine bestimmte Wirkung entfalten und dann für eine bestimmte Ideenlehre stehen können, die entweder aus einem rebellischen Geist, einer rebellischen Haltung entspringt, oder tatsächlich Ausdruck von Reformationen und Revolutionen ist. Das Thema heute, um es gleich vorweg zu sagen, ist revolutionär in dem Sinne, als dass wir eine Gesellschaft genau beschreiben, die sich selbst als revolutionär in ihrer zentralen Ideenlehre markiert. Das Ganze kann man von außen gesehen anders auffassen, aber nichtsdestotrotz sind ihre Lieder Ausdruck dieser revolutionären Idee. Und das würde ich mit Ihnen heute sehr, sehr gerne entwickeln an konkretem Material. Vielleicht zum Einstieg noch einmal auf die Literatur, die uns heute beschäftigen wird. Simone Borel, dazu muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Das Zweite, auf was ich explizit hinweisen möchte, ist Gerd Dietrichs Kulturgeschichte der DDR, frisch erschienen im Sommer dieses Jahres in drei Bänden bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie ist zu beziehen für 12 €. Und ich werde darauf an der einen oder anderen Stelle verweisen, und zwar an einem ganz bestimmten Punkt, nämlich welchen besonderen Stellenwert Kultur in der ehemaligen DDR, und das wird das politische System sein, das wir uns heute genauer anschauen, hatte. Und zum Dritten möchte ich Sie verweisen auf den Band Weihnachtslinguistik, den Konstanze Marx herausgegeben hat. Und zwar erscheint er dieser Tage, also er ist 2 oder 3 Tage jetzt im Handel, erschienen bei Nah in Tübingen. Und in diesem Sammelband habe ich einen Beitrag eben zu dem Thema der Vorlesung veröffentlicht, und ich werde mich ganz massiv heute in dieser Vorlesung auf diesen Beitrag oder die Beobachtungen da stützen und konzentrieren. Ja, Weihnachten ohne Weihnacht, vielleicht zunächst, was Weihnachten ist. Weihnachten ist zunächst nicht, wenn im September die Dominosteine in den Supermarktregalen liegen, sondern zunächst eines der prägenden Ereignisse für unseren Kulturraum, sobald er christianisiert worden ist. Das ist in Teilen Deutschlands zu unterschiedlichen Zeiten der Fall. Also der Süden ist relativ schnell christianisiert. Im rebellischen Norden unter den Sachsen dauert es etwas länger, aber wir dürfen davon ausgehen, dass im 9. Jahrhundert das, was wir heute als den Teil westlich der Elbe bezeichnen würden, größtenteils christianisiert war, der Teil an der Elbe Deutschlands, und darüber hinaus wird erst später missioniert
und lebt noch sehr lange in einer kulturellen Gemengelage aus slawischer Bevölkerung und ersten deutschen Siedlern, ja, die sich an der Elbe und im heutigen Osten Deutschlands niederlassen. Nichtsdestotrotz gibt es in der christlichen Überlieferung drei zentrale Ereignisse. Das eine ist die Geburt Jesu Christi, das zweite ist der Opfertod Jesu Christi am Kreuz zu Ostern und das dritte ist die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Wahrscheinlich ist Pfingsten mit eines der wichtigsten christlichen Feste. Das sieht heute ein wenig anders aus. Und ob die Feste heute noch christlich seien, das sei mal dahingestellt. Also zumindest so, wie sie in weiten Teilen Europas gefeiert werden. Das soll aber gar nicht unser Thema sein, sondern im Mittelpunkt steht die Weihnacht. Und die Weihnacht, also die geweihte Nacht oder die geweihten Nächte, zeichnen sich dadurch aus, dass an den geweihten Nächten die Geburt Jesu Christi gefeiert wird. Das ist vielleicht ein Rekurs zur letzten Vorlesung. Hier erinnern Sie sich, hatten wir das Prinzip Solus Christus, allein durch Christus, das schon die Reformation angetrieben hat und wie sich an einer solchen Figur dann ein solcher reformatorischer Prozess entzünden kann, durften wir letzte Woche sehen. Diese Woche wird es um die Weihnachtsgeschichte selbst gehen, nämlich hier auszugsweise nur die Anbetung der Hirten in einer Darstellung von Gerhard van Handhorst aus dem frühen 17. Jahrhundert, eine der schönsten Darstellungen, die ich kenne, nach Lukas 2, 15 bis 20. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. So viel die Anbetung der Hirten nach Lukas. Und jetzt schauen wir mal auf den Titel der heutigen Vorlesung, nämlich Weihnachtslieder ohne Weihnacht. Also man mag sich fragen, wie man ein Weihnachtslied entwerfen kann, ohne von diesem zentralen Ereignis zu berichten, der Geburt Jesu Christi. Und das wird auf den ersten Blick augenscheinlich, wenn wir uns ein bestimmtes politisches System anschauen, in dem Religion gar nicht mal die entscheidende Rolle spielen soll und darf. Blicken wir also auf das, was sich später als real existierender Sozialismus nach spätestens mit der Konstitution der Sowjetunion Bahn bricht im Osten Europas und dann nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen Staaten unter der sowjetischen Besatzung politischer Alltag wird, unter anderem in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Und in dieser Ideenlehre spielt so etwas wie eine messianische Erlösung, also eine Epiphanie des Sohnes Gottes und vor allen Dingen die Erlösungskultur in einer Religion wie dem Christentum keine entscheidende Rolle, wird marginalisiert, verdrängt und komplett beiseite gestellt. Was an ihre Stelle rückt, ist eine Idee gesellschaftlicher Gleichheit und vor allen Dingen eine Auseinandersetzung mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem und dem daraus resultierenden Unterdrückungssystem, dem man sich gegenübergestellt sieht und permanent im Kampf befindet. Das Ganze sind ideologische und ideengeschichtliche Darstellungen, die natürlich eine bestimmte Tradition haben, setzen im 18. Jahrhundert ein, erreichen im 19. Jahrhundert mit bestimmten Vordenkern ihren Höhepunkt. Der bekannteste hier dürfte Karl Marx sein. Und also in Kombination mit Friedrich Engels, die Weiterentwicklung dann in der SU, also dass wir dann irgendwann, wenn wir beim real existierenden Sozialismus nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ankommen, von einer Doktrin des Marxismus-Leninismus sprechen.
Marx wird als Denker im Übrigen jetzt im Moment wiederentdeckt, aber das ist so in etwa mal die ganz grobe Einordnung und Linie, ohne Anspruch jetzt auf Vollständigkeit. Wird auch in dieser Vorlesung dafür kein Platz sein. Wenn Sie das interessiert, empfehle ich Ihnen zu schauen nach einer Hörreihe beim Deutschlandfunk, in dem es um Marxens Kapital ging. Da bekommen Sie eine sehr kritische Einordnung Marxens als Podcast, um aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven, unter anderem auch der Wirtschaftswissenschaft. Also es ist sehr interessant zu hören. Darum wird es heute nicht gehen, sondern nur erstmal um die Feststellung, dass wir mit einem politischen System zu rechnen haben, in dem Christi Geburt wahrscheinlich nicht die entscheidende Rolle spielt. Welche Ideen spielen dann in diesem System eine Rolle? Ich habe Ihnen hier ein etwas ungewöhnlichen Zugang gezeigt, nämlich mit Straßennamen, die in der ehemaligen DDR besonders häufig gewesen sind. Und Sie erinnern sich vielleicht an die Frage von Interaktionsarchitekturen und Interaktionsräumen, ganz zentrale politische Werte dieses Systems ausstellen und nebenbei bemerkt einem entsprechenden Muster folgen, nämlich einem Genitivattribut. Auch dazu werde ich heute nichts sagen. Okay, schauen wir uns aber mal diese Schlüsselbegriffe an, also Straße des Friedens, Straße der Einheit, Straße der Nationen, Straße der Völkerfreundschaft und Straße der Befreiung. Beginnen wir mit Frieden. Das scheint ein Hochwertwort zu sein, nach der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges, das man auch in anderen Kontexten erwarten könnte, aber Frieden ist ja zunächst erstmal ein Wert, den man durchaus in einer gesellschaftlichen Ideenlehre vertreten kann. Das nächste ist die Straße der Einheit. Hiermit ist gemeint nicht die Einheit der beiden getrennten deutschen Staaten, falls Sie wieder mal eine Straße der Einheit sehen, sondern hiermit ist gemeint die Einheit zwischen KPD und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED, der Partei der ehemaligen DDR. Mit Straße der Nationen sind die Nationen vor allen Dingen gemeint, die in Völkerfreundschaft miteinander verbunden sind, nämlich Nationen, die der gemeinsamen sozialistischen Idee folgen. Das sind gar nicht so wenige Mitte des 20. Jahrhunderts und hier gibt es zahlreiche Verbindungen und Verknüpfungen weltweit der Staaten in Osteuropa und auch der ehemaligen DDR. Schlussendlich die Straße der Befreiung, die zeigt so wenig an, welche Geißel man losgeworden ist, nämlich den Faschismus und auch damit immer in Einklang genannt den Militarismus, den Imperialismus und den Kapitalismus. Also das heißt, man sagt mit diesen Straßennamen, drückt man ganz zentrale Werte des politischen Systems aus. Erstens mal Hochwertwörter, für die man steht und dann auch angedeutet implizit Dinge, gegen die man steht. Und wir werden auf diese Werte nachher noch einen Blick werfen. Das ganz Besondere ist, dass man in der ehemaligen DDR zu einem Menschen geformt worden ist. Das war Wille des Systems und auch Idee dieser Ideenlehre, in die man von frühesten Kindesbeinen an diese Werte prozessiert und gemeinschaftlich geteilt hat. Und bei jeder beliebigen Gelegenheit wurden sie im Angesicht der Staatsmacht auch zelebriert. Sie sehen hier die Jugendweihe berühmt-berüchtigt in der ehemaligen DDR als eines der zentralen Feste, die gegen die christliche Konfirmation gestellt, die zentralen Werte des Ideenlehre ausstellte. Und Sie sehen auch die religiösen Anklänge, die hier eine Rolle spielen. Also ein Bekenntnis legt man normalerweise zu einer Religion ab. Aber man kann sich auch zu anderen Dingen bekennen, aber das ist schon besonders deutlich. Aber Sie sehen die Hochwertwörter, die hier eine Rolle spielen, nämlich der Sozialismus, das Bekenntnis und dann die attributiven Adjektive groß und edel. Darf sie sein, die Sache des Sozialismus. Die Jugendweihe stellt mehr oder weniger nur einen Abschluss einer
jugendlichen Erziehung dar und mit der Jugendweihe begeben sie sich als junger Mensch in die sozialistische Gemeinschaft und sie tragen mit zu einer Gemeinschaft, die sich diesen Werten verpflichtet fühlt, also die Erhaltung des Friedens, die Völkerfreundschaft, der Wert der Befreiung vom Faschismus. Sie stehen gegen Kapitalismus, sie stehen gegen Militarismus und sie stehen gegen Imperialismus. Schauen wir mal von hier aus einen Punkt weiter. Wenn Sie Jugendweihe absolvieren und ein erwachsener Mensch in diesem Kollektiv werden, erhalten Sie ein besonderes Geschenk. Jeder junge Mensch, der die Jugendweihe erlebt hat, bekommt hier nach den Jahren 1954 ein Buch präsent, nämlich zunächst berühmt-berüchtigt Weltall, Erde, Mensch, zwischen 1975 und 82 Der Sozialismus, deine Welt und ab 1983 Vom Sinn unseres Lebens. Und ich würde ganz gern mit Ihnen mal auf eine Publikation genauer schauen, nämlich Der Sozialismus, deine Welt. Da wird im Wesentlichen entworfen die Gesellschaft, in die Sie sich als Mensch einordnen wollen und sollen. Und es reicht im Wesentlichen ein Blick auf den Inhalt des Ganzen, auf die Struktur. Zunächst einmal finden Sie das Ganze, wenn Sie sich damit genauer auseinandersetzen wollen, unter der angegebenen Adresse unter archive.org. Das Ganze ist herausgegeben vom Zentralen Ausschuss für Jugendweihe in der Deutschen Demokratischen Republik. Und die Kapitelstruktur ist die folgende, nämlich es geht zunächst um unsere sozialistische Weltanschauung. Also hier ist auch klar, wie inkludiert und exkludiert wird. Man spricht vom Kompass für das Leben. Die Zitate, du hast ja ein Ziel vor den Augen und die Welt verändern, wir rekurrieren beide auf Liedtexte. So viel dazu. Das zweite Kapitel unserer Jahrhundert, das Jahrhundert des Sozialismus. Und hier sehen Sie zentrale Passagen, in denen bestimmte Lexeme erwartbar werden, um die es geht, nämlich der Kampf um den Sozialismus. Also das heißt, die ständige Auseinandersetzung der, jetzt sage ich es, Arbeiterklasse, also im Arbeiter- und Bauernstaat gegen imperialistische Tendenzen, gegen den Faschismus, gegen den Krieg und gegen den Militarismus. Sozialismus und Kommunismus und, was wird heraufbeschworen, Glück und Zukunft der Menschheit. Das heißt, diese beiden Dinge werden eng miteinander verzahnt, nämlich der Kampf um den Sozialismus bedeutet gleichsam, sich für die Zukunft und das Glück der Menschheit einzusetzen. Und jetzt das nächste, die Begriffe, die vorhin genannt wurden, nämlich die Völkerfreundschaft und die Nationen und auch im Kontext der Befreiung gedacht und der Frieden, in dem alle leben, nämlich diese anti-imperialistische Solidarität markiert gleichsam den gemeinsamen Gegner. Der Platz im Sozialismus, hier im Besonderen, weil ich darauf noch schon hingewiesen habe und das gleich auch noch einmal tun werde, nämlich du und die Kultur. Welche besondere Bedeutung, nämlich Kultur bei der Verortung im Platz, im Kollektiv, im Sozialismus spielt, das werden wir im Besonderen noch sehen. Allerdings sollte es nicht verwundern, dass Lieder dabei eine herausragende Rolle spielen. Ja, kommen wir doch mal zu dem beschworenen Antimilitarismus. Der ist natürlich nur dann problematisch, wenn der Feind aufrüstet. Ansonsten lebt die DDR unter dem Motto, der Friede muss bewaffnet sein und unter dem permanenten Eindruck der Aggression, der imperialistischen Aggression, rüstet man in der DDR massiv auf und nicht nur in der DDR, sondern im gesamten Ostblock.
Und das Ganze läuft nach dem Kalten Krieg in den frühen 80er Jahren auf einen möglicherweise ziemlich heißen Krieg zu, auf den man sich vorbereitet. Und selbst 1989, also 40 Jahre DDR, prozessiert noch waffenstarrend hier die Nationale Volksarmee, die NVA, einer der Sicherheitsarme des Systems. Und auf diese Haltung, nämlich der Friede muss bewaffnet sein, den wir verteidigen gegen die Aggressoren, gegen die Faschisten, gegen die Imperialisten, gegen die Kapitalisten, eicht und orientiert man Generationen. Und zwar nicht nur in Prozessionen so wie hier, sondern eben auch durch Kultur. Und schauen wir uns das Ganze mal an, welche Blüten das noch trieb. Ja? Also das heißt, der Hochwert des Friedens ist omnipräsent. Nicht nur in der Straße des Friedens, nicht nur im Motto, der Friede muss bewaffnet sein, sondern Sie sehen hier Bilder aus einer Ausstellung Leben in der Utopie von 2019. Die Fotos und die Texte sind von Siegfried Wittenburg und veranstaltet hat das Ganze die Landeszentrale für politische Bildung Hamburg. Und das ist tatsächlich Ausdruck des Realismus, den man in der ehemaligen DDR erlebt hat, nämlich mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden. Jede Position im sozialistischen Kollektiv wurde zum Kampfplatz für den Frieden stilisiert. Und auch wenn das Ganze an dem realen Leben der Bevölkerung etwas vorbeiging, waren das doch Parolen, die im öffentlichen Raum eine zentrale Rolle spielten. Und das sehen Sie unter anderem hier, mein Kampfplatz für den Frieden. Das nächste, das ich Ihnen zeige, ist natürlich vor dem Hintergrund dessen, wie die wirtschaftliche Lage in der ehemaligen DDR war, auch bezeichnend. Sie sehen aber auch hier die Parole, je stärker der Sozialismus, desto sicherer der Frieden. Und darunter eine lange Reihe, weil es wahrscheinlich irgendein seltenes Produkt während der Arbeitszeit zu erstehen gab. Das Ganze interessiert mich aber nicht. Mich interessiert nur die Allgegenwart dieses Hochwertwortes, der Frieden. Blicken wir mal auf die Parole noch einmal zurück. Der Friede muss bewaffnet sein und zur Verteidigung des Friedens und so weiter und so fort. Das Ganze hat im ehemaligen Ostblock eine sehr, sehr lange Tradition. Und hier habe ich Ihnen nur eins mal zum Beispiel gegeben von 1979. Sie sehen das aus dem Archiv der Gegenwart. Das ist ein Zitat aus dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, dem DDWDS. Und ich lese es Ihnen einfach mal vor, damit Sie einen Eindruck davon bekommen, wie omnipräsent diese bezeichnenden Hochwerte für diese Ideenlehre waren im öffentlichen Sprachgebrauch. Auf der Grundlage des Prinzips, wonach die Verteidigung und der Aufbau des eigenen Landes zu Recht das Werk des Volkes eines jeden Landes ist, verpflichten sich die beiden Seiten einander gegenseitig und rückhaltlos in allen Bereichen und in allen nötigen Formen Unterstützung und Hilfe zu bieten. Klammer auf, Nationalgedanke. Es ist durchaus bemerkenswert, dass in der Ideenlehre des Sozialismus ein so starker Nationenbegriff proklamiert worden ist. Das Zweite, verpflichten sich beide Seiten gegenseitig und rückhaltlos, Solidarität und Völkerfreundschaft, sich Hilfe zu bieten. Da haben wir den Solidaritätsbegriff noch einmal. Achtung, um die Fähigkeit zur Verteidigung der Unabhängigkeit, der Souveränität, der Einheit, der territorialen Integrität, ist ein ganz zentraler Begriff, vor allen Dingen in den Staaten in Nordafrika und im Nahen und Fernen Osten, und der friedlichen Arbeit der Menschen jedes der beiden Länder gegen alle Manöver. Achtung. Und Sabotageakte der imperialistischen Kräfte und der internationalen Reaktionäre zu stärken. Das Ganze ist natürlich Sinnbild für die permanente Verteidigungshaltung gegenüber dem Kapitalismus und Imperialismus. Das Ganze kann man auch framesemantisch sehr gut fassen im sogenannten Defending Frame.
den ich Ihnen ja ausgegeben habe. Es geht jetzt gar nicht darum, dass wir uns die Grundlagen der Frame-Semantik noch genauer anschauen. Ich will Ihnen nur zeigen, welchem Muster das Ganze folgt. Nämlich, wir haben so etwas wie ein Opfer, das bewahrt und beschützt werden muss. Es gibt die Rolle des Defenders, der sich gegen einen Aggressor stellt. Und dieser Aggressor will das Opfer, ja, verletzen, töten, beseitigen. Darum geht es im sogenannten Defending Frame, und der Defender ist durchaus eine Selbstzuweisung in den häufigen Fällen, vor allen Dingen in denen, die wir uns hier genauer anschauen. Der ist natürlich in der moralisch sicheren Position. Das System der ehemaligen DDR hat den antiimperialistischen Schutzwall, also die Berliner Mauer und dann die innerdeutsche Grenze, nicht gebaut, um etwa die Bevölkerung an der Flucht in den Westen zu hindern, sondern um sich gegen die Sabotageakte des Imperialismus zu schützen. Deswegen auch Schutzwall. Wie nah dieser Sprachgebrauch an Terminologie ist, die wir aus der sogenannten Flüchtlingskrise, wobei man, Klammer auf, immer darüber nachdenken muss, welche Krise das dann gewesen sei, Klammer zu, dürfte augenscheinlich sein, dass nämlich man sich einmauert gegen Einflüsse von außen und das in der Mauer, in dem eingehegten Bereich Befindliche schützt, und zwar gegen eine Aggression von außen. Vielleicht ganz kurz, wie man das, die Umsetzung einer Ideenlehre in der ehemaligen DDR, also durchaus hier durchdeklinieren kann, habe ich mal versucht, in diesem Schema einzubauen, und zwar noch ohne überhaupt internationale Politik hier mitspielen zu lassen. Zunächst einmal, welche Werte und welche Gesellschaft soll geschützt werden? Nämlich eine, die den Frieden bewahrt, also die in Frieden lebt, in der Gleichheit eine ganz zentrale Rolle spielt, nämlich in dem soziale Unterschiede zwischen den sogenannten Klassen eingeebnet werden. Es geht um Solidarität in dieser Gemeinschaft, aber auch mit anderen Gemeinschaften, die auf eine gleiche Art und Weise leben. Und es geht vor allen Dingen um die Zukunft der Menschheit. Das ist nichts Geringeres, gilt es zu schützen. Wer schützt sie in der ehemaligen DDR? In einer Diktatur des Proletariats, das heißt der Idee, dass die Arbeiterklasse und die Bauern, das heißt, die zu den nicht privilegierten einer Gesellschaft gehörten, jetzt in ihrer Herrschaft die zentralen Werte umsetzen und vor allen Dingen ein System oder die Herrschaftssysteme, die aus dem Kapitalismus herrührten, überwindet. Und dafür gibt es in der ehemaligen DDR zentrale Organe, die dem Ganzen behilflich sind, nämlich zum allerersten die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED, die Partei. Das Ministerium für Staatssicherheit, MSF, kurz genannt Stasi, das heißt der Inlandsgeheimdienst der ehemaligen DDR. Dann die Nationale Volksarmee, NVA, die Deutsche Volkspolizei, DVP, die Kampfgruppen der Arbeiterklasse, KG, das sind paramilitärische Vereinigungen in den Betrieben. Und die Gesellschaft für Sport und Technik, GST, die sehr harmlos klingt, aber die paramilitärische Vorbereitungsorganisation für die Kampfgruppen, die Polizei und die NVA war. Sie sehen also, von der Pike auf militaristisch ausgerichtet über paramilitärische Vereinigungen, die dann schlussendlich in die Organisation der NVA münden. Mit anderen Worten, das Bild, das Sie gesehen haben vom 40. Jahrestag der DDR, spiegelt durchaus so etwas wie eine gesellschaftliche Realität wider. In der Vorlesung hatte Gregor Mitzka schon hingewiesen auf das Lied Soldaten sind vorbeimarschiert von Naumilkat. Genau das ist Ausdruck dieser Ideenlehre. Und wen verteidigt diese Diktatur des Proletariats mit ihren entsprechenden Sicherheitsarmen? Nämlich eine Gesellschaft für Frieden, Gleichheit, Solidarität und Zukunft und gegen Faschismus, Imperialismus, Kapitalismus und Militarismus. Und dem blickt man nicht nur in Berlin in die Augen, sondern auch, wenn man direkt an der innerdeutschen Grenze steht, nämlich der Bundesrepublik Deutschland und ihren Verbündeten in der NATO. Auf der anderen Seite die Staaten des Warschauer Paktes, die mehr oder weniger
nur darauf warteten, dass, wie gesagt, der Kalte Krieg zum Heißen wird. Also es gab auch so etwas wie eine politische Realität, an der man sich hier messen konnte. Andererseits muss man ehrlicherweise sagen, dass ein Kniefall wie der von Willy Brandt wahrscheinlich mehr zum Frieden beigetragen hat als alle Liedgesänge der Freien Deutschen Jugend und der Kampfgruppen der Arbeiterklasse. Insofern ist das Ganze natürlich, und das bitte ich hier immer so zu verstehen, die Innensicht einer Ideenlehre. Was macht das Ganze nun, und vielleicht bleiben wir an diesem Schaubild hier stehen, zu einem revolutionären Gedanken? Nun, zum einen ist es so, dass dieser real existierende Sozialismus mit allen Werten bricht, die vorher sich über Jahrhunderte hin etabliert haben. So etwas wie privates Eigentum, so etwas wie eine soziale Hierarchisierung von Gesellschaft, so etwas wie vielleicht Diversität und Heterogenität von Landschaften und den dort lebenden Menschen. Dass es jetzt so etwas gibt wie typischerweise katholische Religion oder typischerweise Regionen, die protestantisch organisiert sind. Dass es so etwas gibt wie Hansestädte, in denen gehandelt wird, und Industriestädte, in denen gefertigt wird. Und dass es so etwas gibt wie eine akademische Elite und intellektuelle Elite, die vor allen Dingen kulturell eine Gesellschaft voranbringen. Das Ganze wurde mit einem Schlag nivelliert und die Gleichheit aller propagiert. Und das ist eine revolutionäre Idee, die sich in vielen Revolutionen andeutete und der auch viele anhingen. Das heißt, die Anfangsjahre in der ehemaligen DDR sind durchaus geprägt von einer Aufbruchsstimmung, von dem Willen tatsächlich und dem gefühlten Wunsch, eine neue Gesellschaft zu bauen. Dass das Ganze dann spätestens ab den frühen 60ern wirklich pervertierte und in unmenschlichen Akten mündete, in denen eben der neu existierende Club der Herrschenden seine Macht sicherte und mit Händen und Füßen versuchte zu verteidigen, steht dabei auf einem ganz anderen Blatt. Allerdings, wenn jemand begeistert erzählt aus den Anfangsjahren der ehemaligen DDR oder auch diesem System bis heute anhängt, nehmen Sie es ihm nicht oder ihr nicht immer krumm, denn es ist eine Ideenlehre, in die man hineinerzogen wird und in der man lebt, also in der es auch sehr schwer ist, sich von zu lösen. Das soll das Unrecht, das geschehen ist in diesem System, nicht bagatellisieren und auch nicht relativieren. Allerdings sind Menschen Menschen, und unsere Aufgabe als Linguisten und Linguistinnen ist es, eben solche Strukturen zu beschreiben und genauer zu erfassen. Und wie das Ganze geht, würde ich Ihnen heute an einem Beispiel zeigen, das sich dem Bereich der Kultur zuordnen lässt. Vielleicht ganz kurz, warum ich am Anfang auf Dietrich verwiesen habe, zu seiner Kulturgeschichte der DDR. Er beginnt mit einem Prolog in diese drei Bände mit der Überschrift Kultur als Ersatzwährung. Damit trifft er, glaube ich, ins Mark einer Kulturgeschichte der DDR, denn man hatte nichts außer Kultur, um es jetzt mal pauschal zu sagen. Das heißt, die Ausbildung in Theatern, beim Film, die Gesangsausbildung und so weiter und so fort hatte eine unglaubliche Breite und einen unglaublich hohen Stellenwert. Und die Illustration von Hans Markwitz, Kultur ist jeder zweite Herzschlag unseres Lebens, ist dafür sprechend. Was Sie zu diesem Mann wissen müssen, ist, dass er 1890 geboren und 1965 gestorben ist, in den spanischen Freiheitskriegen gekämpft hat und nach dem Zweiten Weltkrieg als Schriftsteller in der ehemaligen DDR lebte. Er ist also nicht irgendwer, sondern eine der zentralen Figuren der Frühphase in der ehemaligen DDR. Und dieser Leitspruch, also Kultur ist jeder zweite Herzschlag unseres Lebens, wird dazu führen, dass ganz zentrale Aspekte dieser Ideenlehre sich nicht nur in Liedern manifestieren, sondern auch zum Beispiel darin, dass sie in Dresden an einem der zentralen Plätze, dem Altmarkt, den sogenannten Kulturpalast
gebaut sehen, architektonisch das modernste seiner Zeit, oder wenn Sie sich den ehemaligen Palast der Republik in Ost-Berlin vor Augen halten, an einem der zentralen Plätze der kulturgeweihte Tempel dieser Ideenlehre. Und das ist schon ein sehr besonderes Signum dieser Epoche oder des real existierenden Sozialismus in der ehemaligen DDR, bei allen Schwierigkeiten, bei allen Problemen, bei allen Schlangen vor den Einzelhandelsgeschäften oder ob sie, ob sie den Arbeitsplatz als Kampfplatz für den Frieden und so weiter bezeichnen, sei alles dahingestellt. Kultur hatte einen unglaublich herausragenden Stellenwert. Den ersten Teil des Videos zur Vorlesung hatte ich beendet mit einem Blick auf Dietrichs Kulturgeschichte der DDR und der Einschätzung, dass Kultur Ersatzwährung gewesen ist oder Kultur den Stellenwert einer Ersatzwährung hatte in der ehemaligen DDR. Und ich würde mir ganz gern von hier aus einen Teil dieser kulturellen Leistung genauer anschauen, nämlich Lieder. Dazu möchte ich noch einmal blicken auf die Kategorisierungen, die Simone Burell im Hinblick auf das politische Lied vorgenommen hat. Und zwar zunächst, indem sie mögliche Gattungszuweisungen aus der Literaturwissenschaft sich genauer anschaut, die ganz klar einen Funktionszusammenhang von Liedern ausweisen. Wenn wir über Weihnachtslieder sprechen, dann bewegen wir uns üblicherweise im religiösen Kontext, also einer Art von Kirchenlied. Und zentral, wenn wir diese Lieder singen, also in der Performance, dann werden durch Intention und Affektivität neue Bedeutungsdimensionen und Qualitäten erzeugt, die das Lied zu etwas sehr Besonderem machen, vor allen Dingen in den rituellen Bezügen und dann vor allen Dingen noch zur Weihnacht, die mehrfach überladen ist an Zuweisungen gesellschaftlicher Konventionen und Bedeutung mit einer mehrhundertjährigen Tradition im christlichen Europa. Allerdings wird es mir nicht so sehr auf die Weihnacht als Ereignis ankommen, sondern wir betrachten die Lieder ja hier als Teil des Ausdrucks einer Ideenlehre, die reformatorischen oder revolutionären Anspruch hat. Die ehemalige DDR, das hatte ich versucht zu zeigen an verschiedenen Beispielen, begreift sich selbst als in einer Selbstzuweisung als revolutionär und dementsprechend sehen auch ihre Lieder aus. Mit anderen Worten, wir haben es hier, wenn wir uns genauer bestimmte Lieder anschauen, zum Beispiel Sterne über stillen Straßen, dazu werde ich gleich kommen, haben wir es natürlich nicht nur mit Texten zu tun, die eine Informationsfunktion haben oder eine Kontaktfunktion, sondern eine Appellfunktion und zwar im Sinne der selbst ausgestellten reformatorischen und revolutionären Idee. Ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen jetzt mir drei Lieder genauer anschauen kann und wie bei den Psalmenlieder Luthers, bei den Chorälen Luthers, würde ich besonderes Augenmerk legen wollen auf die Aspekte, in denen eine Ideenlehre zum Ausdruck kommt. Kurzum, warum wir Weihnachtslieder ohne Weihnacht vor uns sehen. Ja, die Lieder, die ich mir genauer anschauen möchte, sind auf dem Album Sind die Lichter angezündet, veröffentlicht worden. Hier singen Kinder- und Jugendchöre zur Weihnachtszeit. Zur Weihnachtszeit habe ich hier schon kursiv gesetzt, um darauf hinzuweisen, dass diese Lieder zwar jahreszeitlich gebunden sind, auch im Selbstverständnis derer, die das Album aufnehmen und Lieder dafür beisteuern, aber es geht natürlich nicht um die Weihnachtszeit, sondern um Lieder zur Weihnachtszeit. Das ist schon ein besonderes Augenmerk auf die Lieder, die wir uns jetzt im Weiteren genauer anschauen wollen. Das Zweite ist, es ist ein Album, das in der ehemaligen DDR aufgezeichnet worden ist und beinahe in jedem Haushalt zu finden sein dürfte, noch heute. Und es wird noch heute natürlich ganz selbstverständlich zu Weihnachten gehört und zu Weihnachten gespielt, auf Weihnachtsmärkten, daheim, in Konzertaufnahmen, im Leipziger Gewandhaus und so weiter und so fort.
Das Interessante aber ist, dass die Lieder, die auf diesem Album aufgenommen sind, in den alten Bundesländern gänzlich unbekannt sind. Das sind neue Weihnachtslieder, die im wahrsten Sinne des Wortes neu sind. Also nehmen Lieder zu einer neuen Weihnacht, nämlich einer nicht mehr christlichen, und neue Lieder in der zeitlichen Dimension. Die meisten Lieder sind nach 1947 entstanden. Es gibt eine unrühmliche Ausnahme, darauf werde ich aber noch zu sprechen kommen. Und die bekanntesten von ihnen tatsächlich stammen aus den frühen 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das Ganze kann ich Ihnen ganz kurz mal illustrieren, wie sich das ausdrückt. Für den vorhin ganz kurz anzitierten Artikel habe ich auf Twitter eine schnelle Umfrage gemacht. Ich wusste, welches Ergebnis dabei herauskommt, aber wenn man manchmal so eine Karte vor sich sieht, ist das Ganze etwas plastischer, in der ich danach gefragt habe, wo sind Sie aufgewachsen und kennt man dort, wo Sie aufgewachsen sind, das Licht, sind die Lichter angezündet? Insgesamt 81 Teilnehmerinnen haben daran teilgenommen. Es ist also eine nicht repräsentative Umfrage, wenn man so will. Und in der Grafik ist erstmal nur die Anzahl der Antworten dargestellt, die aus den unterschiedlichen Regionen kamen. Sie sehen, die sind unterschiedlich stark vertreten. Und das Ganze muss man dann gegeneinander aufrechnen, das zeige ich Ihnen gleich, nämlich so, dass man die Anzahl derer, die das Lied kennen, in Relation zu denen setzt, die aus ihrer Region heraus geantwortet haben. Der große Kreis steht für die 1, der kleine Kreis steht für die 0. Je näher ein Ergebnis in einem Bundesland an der 1 ist, umso mehr Leute kennen dort das Lied. Und Sie sehen, die Verteilung ist recht eindeutig. Ja, also das heißt, wenn Sie im Osten Deutschlands aufgewachsen sind, leben Sie sind Sie in einer Region aufgewachsen, in der man dieses Lied kennt. Ist das nicht der Fall, dann kennt man dieses Lied nicht. Das ist ein sehr deutliches Indiz dafür, dass wir hier ein Desideratum vor uns haben, nämlich sowas wie eine linguistische Liedforschung gibt es eigenwilligerweise nicht. Aber möglicherweise sind die Gründe dafür schon häufig in dieser Vorlesung genannt worden. Das heißt, wir haben es mit einem sehr multimodal komplexen Gegenstand zu tun, der auf vielfältige Art und Weise Gegenstandsbereiche berührt, die wir als LinguistInnen einfach schlecht im Griff haben. Also Performance, die Kommunikation in Interaktionsarchitekturen, das Etablieren von Interaktionsräumen, das Prozessieren von Ritualen, ohnehin den synästhetischen Eindruck von Klang, Sprache und Körpern im Raum. Und damit tun wir uns in der Linguistik tatsächlich schwer. Nichtsdestotrotz lohnt sich ein Blick auf eben solche Texte und Lieder und Ereignisse, um an ihnen zu zeigen, wie bestimmte Ideenlehren sich Gehör verschaffen und vor allen Dingen in Spracherwerbsbiografien eingeübt werden. Ja, kommen wir mal zu dem ersten Lied. Sind die Lichter angezündet, das in der vorn stand? Ich würde Ihnen das ganz kurz einspielen aus der Aufnahme des Albums Sind die Lichter angezündet? Vielleicht ganz kurz, der Text stammt von Erika Engel-Wojan. Sie ist 1911 in Berlin geboren und 2004 in Potsdam gestorben. Vertont hat das Ganze Hans Sandig, der 1914 in Leipzig geboren worden ist und eben da 1989 starb. Das Album selbst oder das Lied selbst ist 1957 das erste Mal vertont worden und die beiden Lieder, also um die es jetzt gleich gehen wird, nämlich Sind die Lichter angezündet und Vorfreude, schönste Freude, sind 1970 auf Bald nun ist Weihnachtszeit eingespielt worden und dann noch einmal danach in Sind die Lichter angezündet. Genau, aber jetzt spiele ich es Ihnen erstmal vor. Ja, das ist das Weihnachtslied, Sind die Lichter angezündet gewesen. Das zweite Lied, was ich mit Ihnen mir genauer anschauen möchte, ist Vorfreude, schönste Freude. Ebenfalls auf dem Album zunächst Bald nun ist Weihnachtszeit veröffentlicht und dann noch einmal 1971 auf Sind die Lichter angezündet. Sie sehen, der Text ist ebenfalls von Erika Engel-Wojan
Und die Melodie ist von Hans Christoph Karl Friedrich Naumilkat, der in Schönebeck geboren wurde und 94 in Berlin starb. Wenn Sie die Vorlesung bis hierhin aufmerksam verfolgt haben, dürfte Ihnen der Name Naumilkat schon einmal untergekommen sein, nämlich ausgerechnet im Kontext mit dem politischen Lied für die Jugendorganisation der ehemaligen DDR, für die Pioniere, Fröhlich sein und singen. Stammt aus seiner Feder, genauso wie das Lied Soldaten sind vorbeimarschiert und so weiter und so fort. Das heißt, einer der Protagonisten des Systems, wenn Sie so wollen, widmet sich hier einem Weihnachtslied ohne Weihnacht. Auch das spiele ich Ihnen kurz ein und dann gehen wir in die Analyse. Hier nehme ich mir jetzt aber das Recht heraus, Ihnen nicht alle vier Strophen einzuspielen. Sie sehen schon vier Adventssonntage, vier Strophen für dieses Weihnachtslied, das Naumilkat vertont nach dem Text von Erika Engel-Wujan. Vielleicht ganz kurz, was kann man an diesen beiden Liedern sehen? Ich würde jetzt noch mal ganz kurz auf das Album zurückblenden, weil in der Tat, wir uns die Texte später anschauen. Zunächst einmal, das dürfte jetzt schon klar geworden sein, gehören diese Lieder zum einen zu den bekanntesten Liedern und zugleich den schönsten Liedern zu einer neuen Weihnacht, wie ich sie vorhin skizzierte. Und diese stammen aus der Feder einer intellektuellen Elite, die die ehemalige DDR durchaus als einen revolutionären Staat bezeichneten. Und wie Sie gehört haben, sind die Lieder auf einem ausgezeichnet und qualitativ sehr hochwertigen Niveau. Die Komposition und die Arrangements sind perfekt abgestimmt und ordnen sich in eine Liedtradition zu Weihnachten beinahe nahtlos ein. Was aber auch deutlich geworden sein dürfte, ist, dass Engel-Wujan, also besonders sie, Sandig und Naumilkat zum Who is Who dieser Republik gehören. Und das würde ich Ihnen ganz gern jetzt mal an diesen drei Personen deutlich machen. Oder ich konzentriere mich eher auf Sandig und Naumilkat. Also Sandig selbst ist Dirigent, Chorleiter, Komponist. Und er wird 1948 zum Musikreferenten beim, also beim damaligen Mitteldeutschen Rundfunk und gründet den Rundfunk-Kinderchor Leipzig. Ihm widmet er das Lied Sind die Lichter angezündet? Und er wird vom MDR aus auch Leiter des Pionierchors ab 1949. Und der MDR wird zum zentralen Sender für politische Jugendlieder. Wird durch Sandig wesentlich geprägt und geformt. Und Sandig leitete ebenfalls den ehemaligen Radio DDR Jugendchor. Gleiches gilt im Übrigen für Naumilkat, derjenige, der Vorfreude, schönste Freude vertont hat hier. Er studiert in Braunschweig, in Berlin und Halle an der Saale Musik und Musikerziehung. Komponierte vor allen Dingen Vokalwerke für seine eigenen Chöre und darunter die Kinderchöre des Berliner Rundfunks. Also Sie sehen schon, wo die Reise hingeht. Sie sind adressiert an Kinder, die ab der Einschulung idealerweise und gemäß der politischen Jugendarbeit in der DDR in den Pionierverbänden organisiert waren. Fröhlich sein und singen hatte ich schon genannt. Unsere Heimat, wir haben Ferien, gute Laune, Soldaten sind vorbeimarschiert und das Bumi-Lied. Omnipräsent kam ein kleiner Teddybär, zählen zu den bekanntesten seiner Lieder. Und diese Lieder alle sind auf diesem Album einer Weihnacht
ohne Weihnachten zusammengegossen. Und möglicherweise, das betrifft auch alle anderen Lieder, die auf diesem Album versammelt sind, nehmen Sie sich mal die Zeit und gehen Sie in Ruhe eines nach dem anderen durch. Und so würde man sagen, ist im Selbstverständnis derer, die das Album produzierten, kann man deutlich erkennen, dass für sie kulturelle Bildung im Mittelpunkt der Ausbildung eines neuen Menschen stand. Das Selbstbild und Selbstverständnis muss man zwar nicht teilen und man kann es kritisieren, man kann es in Frage stellen. Nichtsdestotrotz gilt für jeden und jede, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, dass sie mit diesem Maß an, sagen wir mal so, Konfrontation mit der Ideenlehre ausgesetzt waren und unter diesen groß geworden sind. Denn Kindererziehung und Bildung stand schon ganz am Anfang in diesem System. Wie dem auch sei, ich würde ganz gern mir die zwei Texte jetzt gemeinsam mit Ihnen anschauen und auf diese Elemente dieser neuen Weihnacht einen detaillierten Blick werfen. Moment, wir beginnen mal mit: Sind die Lichter angezündet? Das, was in diesem Lied transportiert wird, ist nicht das Weihnachtsereignis, sondern es werden Stimmungslagen und Gefühle adressiert, die mit der Weihnachtszeit einhergehen mögen. Es gibt Anklänge an christliche Motive und an christliche Weihnachtslieder. Hier zum Beispiel bei Sind die Lichter angezündet steht das Sternenlicht und das Leuchten in dunkler Nacht im Mittelpunkt. Und damit wird nicht nur möglicherweise der Stern, der die Weisen aus dem Morgenland leitet, anzitiert, also nach Matthäus, oder die Hirten, die über das Feld kommen, das hatten wir ganz zum Anfang der Vorlesung, oder Jesus Christus selbst, der als das Licht bezeichnet wird in der Offenbarung, wird er mit dem Morgenstern gleichgesetzt. Also Sie sehen, hier gibt es sehr zahlreiche Bezüge zum Licht, das im Übrigen vollkommen unklar ist in der Zuordnung, wo dieses Leuchten herkomme, was die Lichter sind. Schlussendlich ist die Überformung aber hier in der christlichen Metaphorik überdeutlich, denn es wird nirgendwo an das Weihnachtsereignis erinnert. Wenn wir vielleicht mal durchgehen, ist es so, dass die Freude und der Friede im Mittelpunkt stehen, besonders in der letzten Strophe wird aus Weihnachtsfreude der Weihnachtsfriede, der verkündet wird. Und das erinnert in der christlichen Motivik vor allen Dingen an den Friedensgruß. Also überhaupt über Verkündigung zu sprechen, ist schon das eine. Das zweite aber über den Weihnachtsfrieden zu sprechen. Also das heißt, es sind die Friedensgrußformeln, die hier angesprochen werden und anzitiert werden. Aber es ist tatsächlich ein neues Lied, das Sie hier vor sich sehen. Es ist keine Kontrafaktur. Es ist für die neue Weihnacht geschrieben. Ohne dass man das Weihnachtsereignis betont und die Herausstellung des Friedens als eines zentralen Elements, hatte ich Ihnen schon angekündigt, dass uns das häufiger begegnen wird. In Vorfreude, schönste Freude, das ist das zweite Lied, steht das Entzünden von Adventskerzen im Mittelpunkt des Liedes. Das ist natürlich ein christlich geprägter Weihnachtsbrauch, der auf Johann Heinrich Wiechern zurückgeht, der im Rauen Haus im 19. Jahrhundert das Anzünden von Adventskerzen zum Brauch machte, um leichter auf das Weihnachtsereignis hinwarten zu können. Und das Besondere ist hier, dass nicht mehr das Warten auf die Weihnacht das zentrale Element dieses Liedes ist, sondern die Tätigkeiten, die man im Advent vollzieht. Auf eines würde ich Sie ganz gerne hinweisen, sind die Tätigkeiten, die man gemeinsam und jetzt Achtung mit Mutti in der Adventszeit tut. Also zum Begriff der Mutti
sage ich an dieser Stelle nichts, aber der ist eben auch ein typisches ostdeutsches Signum und ein typischer lexikalischer Marker. Das, was man mit Mutti eben macht im Advent, man bastelt, man strickt, raschelt, hämmert, backt Kuchen und Äpfel und man übt sich in mancher frohen Weise. Dieser Anachronismus könnte auf ältere Weihnachtslieder hindeuten, ohne dass man sie aber direkt adressiert. Entscheidend ist allerdings, dass auch hier wiederum das Licht eine entscheidende Rolle spielt, die Freude, die im Advent entsteht. Allerdings sind die Lichter angezündet, eine durchaus nicht die Freude des Weihnachtsereignisses damit adressiert, sondern die Freude, die sich im Adventsereignis oder im Advent selbst Ausdruck verleiht. Wenn wir diese Fixierung auf das Licht, auf das Leuchten, hier noch einmal ganz kurz zurück, sind die Lichter angezündet, uns genauer anschauen. Auch hier ist das Licht und die Freude, die gebracht wird, das entscheidende Ereignis, ohne aber irgendetwas darüber zu sagen, wo diese Freude herkomme, welches Licht es sei, was um Himmels Willen da leuchte. Zentral über allem steht aber der Satz, überall, überall soll Friede sein, in Vers 3, 6. Allerdings, und das hatte ich schon in der Herleitung deutlich gemacht, ist damit nicht der weihnachtschristliche Weihnachtsfriede gemeint, sondern der sozialistische wehrhafte Friede, der in der ehemaligen DDR propagiert wurde. Und dafür möchte ich ein weiteres Lied auf diesem Album zeigen, unter dem Titel Die Vorlesung insgesamt steht, nämlich Sterne über stillen Straßen. Das würde ich Ihnen ganz gerne einspielen. Es stammt von Egon Günther. Der ist geboren in Schneeberg. Falls Sie irgendwann mal zu Weihnachten den prototypischen Ort evangelischen Weihnachtsfestes sehen wollen, fahren Sie nach Schneeberg. Und ist gestorben in Potsdam. Vertont hat es Gerhard Wohlgemuth, der in Frankfurt geboren ist und in Halle an der Saale gestorben. Sie sehen, die Parallelen direkt zueinander sind sehr, sehr stark. Das heißt, auch er arbeitet in Halle ähnlich wie Naumilkat und so weiter und so fort. Also das heißt, diese Personen waren auch eng miteinander verschränkt und standen in enger Beziehung zueinander. Und bevor ich jetzt aber diese Analyse mit Ihnen angehe, würde ich ganz gern das Lied einspielen. Ton aufdrehen. Sterne über stillen Straßen. Sie haben sich vielleicht, Moment, gewundert, wo die dritte Strophe ist.
in der Aufnahme. Dazu würde ich ganz gerne gleich etwas sagen. Denn das, was Sie an diesem Lied sehen, dass metaphorisch die Weihnacht genauso eingekleidet wird in bestimmte sprachliche Bilder wie in den beiden vorangegangenen Liedern, also sind die Lichter angezündet und Vorfreude, schönste Freude. Es ist so, dass das Licht eine besondere Rolle spielt, der Sternenglanz und die Feuer, die leuchten. Die Sterne wiederum erinnern an die christliche Tradition, also als das zentrale Zeichen für die Ankunft Christi und für Christus selbst als Morgenstern. Daneben lexikalische Ausdrücke wie die wunderbare Zeit in Strophe 2,2, der Blick auf die Himmelsweiten, also die Andeutung einer wie auch immer gearteten Transzendenz, die überstrahlte Unendlichkeit. Wobei die Frage ist, was hinter diesem lexikalischen Ausdruck genau steht, also hinter dieser Attribuierung, ja, also das überstrahlt Unendlichkeit, der Sternenglanz, ja, das werden wir noch schauen. Daneben die Bewegtheit der tausend Herzen, das ist in der vierten Strophe, die ich wiederum aus pietistischen Traditionen sehr gut kenne, also das Bewegtsein. Und Sie erinnern sich vielleicht an den Auszug aus dem Evangelium, aus der Anbetung der Hirten, also die Worte, die Maria an ihrem Herzen bewegte. Das heißt, diese direkten Bezüge auch zu spezifischen Ursprungstexten sind sofort da. Und unter uns gesagt, jemand, der in Schneeberg geboren ist und dort seine Kindheit verbracht hat, schreibt genau solche Texte. Das Interessante allerdings ist, der letzte Vers in der vierten Strophe, Frieden, wir bewahren dich. Das ist ein direktes Zitat und direkter Verweis auf die Ideenlehre, die ich Ihnen versucht habe, ganz kurz am Beginn der Vorlesung zu entwickeln, nämlich dass diese Defending-Rolle des Systems gegen Imperialismus, gegen Faschismus, gegen Kapitalismus und gegen Militarismus so weit getrieben wird, dass man permanent sich in einer Bedrohungslage wähnte. Und dieser Spruch, Frieden, wir bewahren dich, dieser letzte Vers, auf den das ganze Lied zuläuft, ist Sentenz eines politischen Programms. Der Friede selbst ist bedroht. Es ist nicht nur ein Ausdruck von Hoffnung und es ist auch nicht nur ein Friedensgruß, sondern es ist Bekenntnis, das hier ausgedrückt wird. Und aus dieser Perspektive lohnt es sich, auf die dritte Strophe zu schauen. Das Interessante ist, dass hier ich Ihr Augenmerk lenken will auf das Sternenbild unserer Zeit in Strophe 3,4. Zündet Feuer auf den Hügeln, auf den Bergen tief verschneit, dass sie weit die Welt erleuchten, nicht den Himmel, die Welt erleuchten wie ein Sternbild unserer Zeit. Das, was hier entgegengestellt wird, ist ein Programm, das diese Ideenlehre, die hier zum Ausdruck kommt, egal wie metaphorisch sie überformt sie sein mag, gegen das einer christlichen Ideenlehre stellt, die Sterne, die am Himmel leuchten, die Himmelweiten, die überstrahlt werden, aber mit dem Irdischen hier auf der Welt nichts zu tun haben. Gegen dieses Sternenlicht werden die Feuer auf den Hügeln gezündet, die die Welt erleuchten, eben wie ein Sternbild unserer Zeit. Ausgerechnet diese dritte Strophe, die die politische Motiviertheit des Ganzen anzeigt und die Orientierung an dieser neuen Ideenlehre, wird auf diesem Album nicht eingespielt. Und das hat wohl auch, sagen wir mal so, seine Gründe. Weshalb? Das wäre ein interessanter Forschungsgegenstand. Das heißt, warum kommt es dazu, dass dieses Lied hier nur in den drei Strophen ausgespielt wird, nämlich 1, 2 und 4 und die dritte Strophe fehlt? Aber dafür werde ich in dieser Vorlesung keine Zeit mehr haben. Mit diesem Blick auf die politisch motivierten Weihnachtslieder sei nur noch ein letzter Satz gesagt zu dem Lied. Es ist für uns eine Zeit angekommen, das ebenfalls auf diesem Album veröffentlicht worden ist. Es ist die einzige Kontrafaktur. Das bedeutet, dass man ein
schon existierendes Weihnachtslied umgeformt hat und mit einem neuen Text versieht. Das heißt, die Melodie ist identisch, der Text ist ein neuer. Das ist das älteste Lied auf diesem Album und es ist leider Gottes 1939 entstanden. Das heißt, es ist eine nationalsozialistisch motivierte Kontrafaktur. Die Textfassung selbst stammt von Paul Herrmann und überarbeitet wurde in diesem Lied, es ist für uns eine Zeit angekommen, ein schweizerisches Sternsingerlied. Und bereits in der ersten Strophe wird, oder im zweiten Vers, es ist für uns eine Zeit angekommen, es ist für uns eine große Gnade, wird ersetzt durch Freud. Also das heißt, sie haben typischerweise den zentralen Begriff der Freude. Sie haben diesen Begriff der Freude gesehen, in sind die Lichter angezündet, in Vorfreude, schönste Freude, auch in Sterne über stillen Straßen taucht der Begriff der Freude zwar nicht auf, aber dann in Es ist für uns eine Zeit angekommen. Das Lied wird heute noch gesungen und zwar in der Fassung von Paul Herrmann. Und ich halte das für sehr bedenklich und interessanterweise, dadurch, dass die Freude zum zentralen Motiv wird, fügt es sich in dieses Album, sind die Lichter angezündet, nahtlos ein, ohne überhaupt aufzufallen. Und das sollte bedenklich stimmen, denn es ist Ausdruck einer Ideenlehre, die wir heute im öffentlichen Raum und auch möglicherweise unter unseren Weihnachtsbäumen nicht mehr sehen möchten. Und das ist der Schatten, der auf dieses Album fällt. Wenn Sie dennoch hineinhören wollen, empfehle ich noch 1000 Sterne sind ein Dom. Das dürfte mittlerweile ein sehr bekanntes Lied sein, das möglicherweise auch über eine größere kommunikative Reichweite verfügt und auch in den alten Bundesländern bekannt ist. Aber ich hoffe, dass Sie gesehen haben, heute in der Vorlesung selbst, dass die Lieder, die wir singen, ganz wesentlich Ausdruck sind für unsere sprachlichen Erwerbsbiografien und Signum dessen, in welchen Ideenlehren wir groß geworden sind. Und das wollte ich Ihnen heute ausdrücklich an einem Set an Liedern vorstellen, die aus der Feder einer intellektuellen Elite stammen, die in der ehemaligen DDR tatsächlich eine soziale Revolution gesehen haben, nämlich die Abkehr von sozialer Hierarchisierung, die in den Vordergrundstellung einer Idee der Gleichheit, die sich gegen Imperialismus, Faschismus und Kapitalismus stellte. Und egal wie das historische Urteil ausfällt über diese Gesellschaft, so sehen Sie doch, dass zentrale Elemente überleben und in Traditionen, Ritualen, in festen Interaktionsräumen ihre Heimat haben und weitergegeben werden. Wozu zum Beispiel diese Weihnachtslieder zu einer neuen Weihnacht zählen, die Sie heute, wie die Umfrage zeigte, immer noch benutzen können, um unterschiedliche Kollektive, die diese Lieder beherrschen und weiter tradieren, auszumachen, signifikant zu zeigen, dass diese existieren. Und so kann man auf der Basis solcher Lieder eben nicht nur den Ausdruck von Ideenlehren nachweisen, sondern auch, wie wirkmächtig Ideenlehren anhand von Liedern sich verankern lassen. Das soll es für heute gewesen sein. Es war etwas länger als sonst. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Freue mich jetzt auf die Diskussion mit Ihnen. Für diejenigen, die ich jetzt nicht mehr sehen werde, gleich nur zwei Dinge, die noch auf dem Weg zu geben sind. Es freut mich sehr, dass Sie bis hierhin der Vorlesung gefolgt sind. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, viel Gesundheit. Ein frohes und, wenn Sie wollen, gesegnetes Weihnachtsfest. Kommen Sie bitte gut in das neue Jahr und ich hoffe, wir sehen uns Anfang Januar gesund und munter auf diesem Kanal oder an anderer Stelle wieder. Bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.